Hua Hin in Thailand, Auswanderdestination Nummer 1 für alle Experts und vielleicht auch für Touristen. Wer weiß, wie das Forbes Magazin hat es ja auch schon geschrieben. Und ob das wirklich so ist, das wollen wir in diesem Video hier mal feststellen. Wir sind in Hua Hin und wir zeigen euch jetzt die Preise, was man hier machen kann, was man hier unternehmen kann, wie es hier aussieht. Also bleibt unbedingt dran. Das Video ist vollgepackt mit super Informationen und tollen Bildern. Und ich möchte, dass ihr das vielleicht am Ende des Videos, wenn ihr das gesehen habt, mal in die Kommentare schreibt, wie ihr Hua Hin seht, ob ihr das genauso empfindet oder vielleicht doch etwas anders. Also viel Spaß bei dem Video. So, was man hier natürlich auch günstig machen kann, ist ein Motorrad zu mieten oder so ein Motorroller. Die haben meistens so 125 Kubik und die kann man hier wirklich relativ günstig mieten. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir hier gemietet haben. So, das ist das, was wir jetzt hier gemietet haben für eine Woche. Das ist so ein Motorroller, 125 Kubik. Dazu braucht man hier in Thailand allerdings einen Motorradführerschein. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also der Autoführerschein gilt hier nicht so wie bei uns in Deutschland, dass man da bis zu einer gewissen Klasse fahren darf. Also für das Ding benötigt ihr hier auf jeden Fall einen Motorradführerschein. Aber um mal auf die Kosten zu kommen, das ist nicht mehr das neueste Modell, so wie man sieht, ne? Hat schon ein bisschen gelitten, hat auch schon so 25.000 Kilometer runter, aber kein Problem. Das Ding kostet für eine Woche 900 Baht und wenn ich das jetzt mal umrechne, dann sind das pro Tag ungefähr 3 Euro, 3,10 Euro und dafür ist das wirklich relativ günstig, hier so einen Motorroller zu mieten. Die Preise schwanken natürlich auch ein bisschen. Also von eben diesen 900 Baht pro Woche bis zu 1700, 1800 Baht pro Woche. Ja gut, die werden dann vielleicht ein bisschen neuwertiger sein als dieses Modell hier. Aber ja, das muss man eben für sich selbst entscheiden, ne? Wichtig ist hier natürlich auch dabei, wenn man sowas mietet, wie sieht es mit der Versicherung aus? Ja? Dass das Ding auch eine vernünftige Versicherung hat, ist es natürlich selbstverständlich. Das müsst ihr auf jeden Fall vorher abklären, bevor es da irgendwelche Probleme gibt oder ihr nach einem Unfall vielleicht nachher überrascht seid, oh, ja, hat ja vielleicht nur eine Haftpflichtversicherung oder sonst irgendwas und ihr müsst für den ganzen Schaden eben selber aufkommen. Das ist eine Sache, die müsst ihr auf jeden Fall vorher abklären. Autos kann man natürlich auch mieten, wer das möchte. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Da habe ich gesehen, also bei dem günstigsten Anbieter beginnt das so bei 4.500 Baht pro Woche. Da kann man sagen, das ist natürlich schon etwas höher. Aber da gilt natürlich auch, vergleichen lohnt sich. Und da natürlich auch unbedingt auf die Versicherung achten, was jetzt da für eine Versicherung eben ist. So, ich will euch jetzt mal die Hotelanlage hier zeigen, wo wir hier eingecheckt haben in Hua Hin. Das ist nicht so weit weg von dem Airport hier, also von dem Flughafen und ist wirklich schön angelegt und wir machen jetzt mal ganz kurz einen Rundgang. So, das ist erstmal hier die Außenanlage, die Poolanlage, ja, mit einem riesigen Pool, der in der Mitte von diesen Gebäuden hier eben steht. Ja, Kinderschwimmbecken, weiter hinten ist das für Erwachsene. Gehen wir mal ein bisschen weiter, zeige ich euch mal, dass ihr das mal gesehen habt. Sieht also sehr schön aus hier. Also ist auch echt gepflegt. Relativ sauber alles hier, muss man mal sagen. Was haben wir hier noch? Ja, hier ist noch eine Sauna, getrennte Sauna. Für Frauen, geht hier unten rein, auf der anderen Seite für die Männer. Muss man ein bisschen nach oben gehen. Das hier offen? Ja. Moment, mal aufmachen. Ja. Oh wow. Ja, einiges an Geräten da. Sieht schön aus. Modern, würde ich sagen, hier Stepper. Ja, auch alles elektronisch hier. Gewichte.
Hier zum Bankdrücken. Also, was das Herz begehrt. So, ne? Aber hier mit Ventilatoren. Aber eine Klimaanlage sehe ich hier nicht. Es könnte also hier wohl ein bisschen warm werden. Ne, Klimaanlage ist nicht dabei. So, gehen wir noch mal ein bisschen höher. Mal schauen, was es da noch gibt. Oh. Ah, noch mal Sitzbereich und Fitnessgeräte. Achso, das sind die alten wahrscheinlich hier, ne? Die haben sie hier oben gelagert. Ist eigentlich hier die Poolbar, aber die scheint nicht in Betrieb zu sein, wie es aussieht hier. So, hier nochmal den Pool von oben. Sieht man das nochmal komplett. Das hier ist etwas tiefer, das ist 1,30 tief hier für die Schwimmer, und dann wird es nach da hinten für die Kinder wird's immer ein bisschen flacher, ne? Mit Spielsachen, Rutsche und so weiter. So, jetzt gehen wir noch mal hoch in das Zimmer. Das zeige ich euch jetzt auch noch mal. So, kommen wir mal zu unserem Apartment hier. So sieht's aus hier. Rechts gleich der Kühlschrank, kleine Küchenzeile. Dann hier linke Seite gleich das Badezimmer. Oh, okay. So, weiter geht's. Hier haben wir noch einen kleinen Schrank für sämtliche Sachen, die man eben so mit dabei hat. Bett, logisch. Hier noch eine kleine Couch. Was hier natürlich nicht fehlen darf, Klimaanlage, ne, ist klar. So, kleinen Schreibtisch hier hinten in der Ecke. Und dann hier draußen noch ein Mini-Balkon. Ja, nicht sehr groß, aber... So, das ist die Aussicht von hier. Über Hua Hin. Hier auf der linken Seite ist das Wasser, also mit Meerblick sozusagen. Ach, da ist die, da ist das Meer. Also ist nicht so weit von hier. Ja, das war's von dem Apartment. Ja, kosten tut das Ganze hier 7000 Baht für eine Woche, also 1000 Baht am Tag. 1000 Baht, ja, entspricht so ungefähr 30 Euro. Und ja, ist nicht gerade das günstigste hier in Hua Hin, aber wir werden mal sehen, was uns vielleicht hier noch alles überrascht oder was es hier noch zu sehen gibt. Aber das ist ungefähr der Preis. Es geht natürlich auch noch günstiger, gar keine Frage. Das kann man natürlich auch machen oder eben auch teurer, ne? Aber wir haben da so einen Mittelwert gewählt. So, wir sind jetzt in einem Fischrestaurant und wollten mal ein bisschen Seafood essen. Und draußen wurde gesagt von dem Türsteher, hier ist sehr billig, aber jetzt haben wir gesehen, so billig ist gar nicht. Und schon ordentliche Preise hier. So, und draußen der Türsteher hat gesagt, alles sehr billig, 60, 80 Baht. Ja, das stimmt auch, das sind hier so klitzekleine Vorspeisen. Aber wenn man dann weitergeht, ist also, fängt es bei mindestens 150 Baht an. Ja, selbst für eine Suppe, und geht dann bis, ja, 250 Baht hoch. Also so billig war es nicht. Ja, und das ist ein Restaurant hier auf dem Hua Hin Night Market. Direkt auf dem Night Market. So, das Essen ist gekommen und da sind normale Portionen. Aber das hier mit dem Fisch war zum Beispiel 180 Baht. Und hier haben wir für 150 Baht Seafood-Salat und was Thailändisches, das war 60 Baht. Also ist alles okay. Also die gesamten Preise bewegen sich hier so bei, na, zwischen 3,80 Euro und 6,30 Euro für Seafood und andere Sachen. Das ist eigentlich recht in Ordnung. Dann waren es jetzt 10,70 Euro für drei Gerichte mit Seafood und zwei Getränken dabei. Und da kann man nichts gegen sagen. Das ist absolut okay.
Ja, ein weiteres Highlight hier in Hua Hin ist The Village Market, ein riesiges Einkaufszentrum. Und unten in der untersten Etage ist ein Food Court, also lauter kleine Restaurants, wo man sämtliches an Essen kriegt, verschiedene Arten, Seafood, Fleisch, Hähnchen, also ne, Huhn. Und wir fangen bei 50 Baht an, die Preise. Also es ist alles so zwischen 50 und 100 Baht. So, hier ist zum Beispiel ein Stand Grilled Pork. Und hier können wir nochmal die Preise sehen. Ja, 45 Baht, 50 Baht, 60 Baht. Also bewegt sich alles in einem normalen Rahmen. Hua Hin, Village Market, so sieht es hier aus. Extrem viele Restaurants. Oder Foodstände besser gesagt, muss man ja sagen, ne? Haufenweise. Sehr gut gemacht. Ja, ein riesiges Shoppingcenter. Hua Hin Village Market. Also hier bekommt man hier wirklich alles, völlig egal. Auch Handyzubehör, haufenweise. Alles, was man so braucht, ist hier. Natürlich sind auch alle großen Firmen hier vertreten. McDonald's, KFC, Burger King und Starbucks natürlich auch. Hier fährt jemand seine Katze spazieren in einem Kinderwagen. Das ist ja lustig. Das ist... Okay. Hello. Auch nicht schlecht. Das ist aber auch mal was Neues. So, wir sind jetzt am Hua Hin Beach. Ja, eigentlich wohl mit der bekannteste überhaupt, weil er trägt ja auch den Namen der Stadt. So sieht es hier aus. Steine, große Steine im Wasser, aber auch ja, weißer Sand. Sieht natürlich schön aus. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, viele Steine, aber das Ambiente ist nicht so schön. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, hier am Hua Hin Beach ist der Eintritt frei natürlich. Also man muss zum Besuch des Strandes natürlich nichts bezahlen. Aber wenn man eben was essen will oder sich Stühle ausleihen möchte, dann natürlich schon. Ja, die Stühle kann man sich hier ausleihen, aber leider ist heute alles geschlossen. Aber wir haben jemanden gefragt, es kostet also, wenn du sitzen willst, 50 Baht am Tag. Das ist nicht so spannend, es sei denn, du isst auch gleichzeitig was und benutzt den Tisch. Dann ist es so, dass der Tisch eben dann nichts kostet. So, es ist auch gerade Ebbe, das heißt, das Wasser ist etwas zurückgegangen. Und wir stehen jetzt hier also mitten in dem Wasser. Aber es ist so dermaßen warm. Ja, ich weiß ja, also es ist über 30 Grad mit Sicherheit, egal wo man hier reinsteigt in das Wasser, ins Meer. Das ist so wie in einer Badewanne, kann man sagen. Ja, so eine Abkühlung. Zum Schwimmen ist das hier auf jeden Fall nicht. So, hier haben wir jetzt nochmal einen kleinen Krebs gefunden. Ja, die sitzen hier in diesen Löchern drin. Ja, da verbuddeln die sich, bis die Flut wiederkommt. Ja, also mich überzeugt dieser Strand hier nicht, obwohl er Hua Hin Strand heißt oder Hua Hin Beach heißt. Aber so wirklich, naja, ich denke, es gibt noch bessere. Die schauen wir uns natürlich auch noch an. So, natürlich gibt es auch einen Rotlichtbezirk hier in Hua Hin und den schauen wir uns jetzt mal an. So, geöffnet von 7 Uhr abends bis morgens um 2. Hier kann man das mal sehen. Hier sind die ganzen Geschäfte und Bars und Clubs, was auch immer, wie man dich nennen mag. So kann man das hier mal sehen, ja? Ein bisschen. Okay. Ja, ist nicht so viel los heute hier, muss man mal so sagen. Aber ja gut, die Touristen sind auch weg, ne? Die kleinsten Läden sind immer die vollsten, so wie das hier aussieht, ne? Aber okay, ne? Gut. So, das war es jetzt auch schon hier von dem Rotlichtbezirk hier, von den Night Bars mit den Ladies hier, mit den Barladies. Jetzt geht es gleich weiter, wir gehen zum Nachtmarkt. So, jetzt auf Hua Hin Nachtmarkt. Jetzt wollen wir mal gucken, was es hier alles zu bieten gibt oder was es hier alles zu gucken gibt. So, hier ist sogar jemand, der...
Falken hat, die hier die vielen Tauben wegfangen. Weil es hier sehr viele gibt, auch am Strand von den Tauben. Und damit die nicht zu viel werden, gibt es hier Falken, die die einfangen sozusagen. Don't want, don't want. Ah. Yeah. Hallo, hallo. From this side. So? Ah. Yeah. Ah, it's not so heavy. Yeah. Safety. So, yeah? Mm-hmm. Uh-huh. Not fly away. Yeah. Huh? It's not so heavy, yeah, genau. Hey, you can see here. Oh. Really? Not biting? Okay, good. It's a baby. It's a baby. Okay. So, Huahin-T-Shirts gibt es natürlich auch hier. So. Und eine Verkäuferin, die auch an ihrem Telefon spielt. Die Preise sind. Ja. SML, XL 150 Baht. 150 Baht fängt das an. Und dann je nach Größe. Ja, hier werden Schals verkauft. 100 Baht für 2,50 Euro. Ja, ich sag mal, bei über 40 Grad ein paar Schals. Weiß ich nicht, ob man die braucht. So, was haben wir? Gummibärchen. Nee, Gummibärchen darf man ja nicht sagen. Fruchtgummi, 100 Gramm, 39 Baht. Das hier ist teuer. 100 Gramm, 150 Baht von dem Schweinefleisch hier. Das ist nicht so günstig. So, frittiertes Schweinefleisch mit Reis, Sticky Reis. Oh, gemischt, genau. Wir sind 100 Gramm 60 Baht. Das sieht schon mal ein bisschen anders aus als 100 Gramm für 150 Baht an dem anderen Stand. So, original thailändischer Chicken Döner. Den probieren wir jetzt mal. Kostet 70 Baht. Ja. So, Früchte hier vom Yesterday. Ja? Nein, nicht vom Yesterday. Sie sind schon frisch. Das geht, drei Pakete für 100 Baht. All is 100 Baht, ja? Yeah? This too? 100. Oh. Ja, ja, the small one, ja. Okay. Ah, Durian auch, 100 Baht. Oh, nachgemachte Uhren, ja, genau. Aha, Rolex, was haben wir hier? Das ist Breitling. Ja, Breitling. Hier, diese hier. Ja. Looks nice, eh? Oder diese hier, eh? Ja, 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 ja. Auch Seafood hier. Ganze Hummer gibt's hier. Wow, big one, eh? Ja. Also das Kilo 1400 Baht von dem Hummer. Ja. Kleidung natürlich. 150 Baht, 100 Baht. So. Hier so Hosen, die sind natürlich sehr dünn. Speak English, what do you sell? This one's? Aha, what is this? Aha. So rings hier, ja? Aha. Okay. Mhm. Alisa, she make this self or make not self? Huh? Can you ask her, she make it self? Aha. Alisa. Alisa. Make self at home, ja? Yeah? Ah, okay. Aha. Oh, guck mal an. Mhm. So, and how much do you... How much cost? 200 baht. 200, really? Wow. Mhm. She don't want, she don't want. And can you ask her how old is she? How old? Ich habe gerade gefragt, wie alt sie ist. Wie viel?
77. Also 77 Jahre alt, okay. Und ist hier abends auf dem Markt und verkauft Sachen, okay. Aha, okay, gut. And this is make self, yeah? Mm-hmm. She makes self at home. Mm-hmm. And so at the day make self home and then come here sell, yeah? Aha, okay, also sie macht die angeblich selber. To not make self. Guck mal, this is from a fabrica. 30 baht. Ja, ja, ja. Also, ja. Aber 200 is too much. Too much. No. Huh? What she say, Alisa? I don't know. Ja. So, how much cost so think? How much? 20 baht. This is from Fabrica, ne? 20 baht, ne? No? Wie viel? 200 baht. Ah, okay, thank you. 200 is too much. No. 200 baht. No. Thank you, Cup and Cup. Cup and Cup. Yeah, what can I do? Tell her 100. Now? Yeah, not more. 100 is okay, aber dann ist finished. Ten, tell her. 100 baht. 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 Only one. Only one. One. What do I have to buy? 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 What? I don't know. I don't know. Miss. Oh. Miss. Oh. You can, you might. What did I make? What did I make? What did I make? Yeah, okay. Okay. Yeah? Cup and cup. Cup and cup. Schimpft sie? Ja, okay, bye bye. So, wir haben das jetzt eben gerade abgebrochen mit der alten Frau. Also ich hätte ja gerne so ein Armband gekauft von ihr, aber sie wollte 200 Baht, was natürlich viel zu viel ist. So ein Ding kostet hier überall 50, 60 Baht vielleicht. Ne? Und sie wollte unbedingt 200 haben. Ja, und irgendwann haben wir gesagt, ich gebe ihr 100 und damit war sie dann einverstanden. Und wo sie das Geld hatte, wollte sie mir das trotzdem nicht verkaufen. Und, und deshalb haben wir das dann abgebrochen, die ganze Sache, bevor das aus dem Ruder läuft. Dann wollte sie noch für ein Bild, weil wir ja ein Foto gemacht haben hier von ihr oder ein Video, dafür wollte sie dann noch 200 Baht haben. Also sie ist relativ aggressiv geworden. Und deswegen sind wir dann lieber gegangen und haben es eben gelassen. Also die Frau ist nicht ohne, ne? Also okay, wir gucken mal weiter. Kleidung natürlich ohne Ende, Souvenirs.
alles Mögliche, was man braucht und was man nicht braucht. So, der Night Bazaar hat ja jeden Tag geöffnet und zwar von 17 Uhr abends bis 23 Uhr in der Nacht. Wir bekommen jetzt mal ein paar Armbänder mit dem Namen drauf. Kosten 250 Baht, zwei Stück. So, das war also heute der Night Bazaar hier in Hua Hin. Also wir haben gesehen, es gibt auch hier eine ganze Menge zu gucken, zu kaufen und der findet halt jeden Tag statt. Das ist auch schon mal nicht schlecht. So, und natürlich gibt es hier auch gute Gesundheitsversorgung. Wir haben hier das Bangkok Hospital direkt in Hua Hin. Und daneben natürlich auch einige staatliche Krankenhäuser. Aber das ist für alle Expats oder Auswanderer hier wahrscheinlich die Anlaufadresse, was für viele vielleicht auch wichtig ist. So, jetzt sind wir an dem Sai Noi Beach. Das ist hier ja so ein kleiner Geheimtipp, sage ich jetzt einfach mal. Hier sind nicht so viele Leute und es sieht auch wirklich schön aus. Das kann ich euch jetzt hier gleich mal zeigen, auch mit Felsen. So, es ist ein recht kleiner Strand, der aber wirklich gut ausschaut und was zu bieten hat. Ja, hier auf der anderen Seite ist ein riesiger Felsen oder ja, kann man Felsen nennen. Sieht auch sehr schön aus. Gibt ein bisschen was zu essen. Sehr schöner Strand hier. Auch hier ist das Wasser relativ warm. Auch so badewannenmäßig, würde ich jetzt mal so sagen. Aber sieht schön aus hier, ja? Hier draußen sind noch ein paar vorgelagerte Inseln. Kleinere oder Felsen, kann man wohl wahrscheinlich eher sagen. Beeindruckend vor allem diese riesigen Felsen. Coffeeshops gibt es natürlich auch in der Nähe von dem Strand. Wer dazu Lust hat, kann das machen. So, jetzt sind wir in dem Park Ratchaphat. Und zwar ist das so der Königspark und den schauen wir uns jetzt natürlich auch kurz an, was man hier an Aktivitäten eben machen kann. Also ein königlicher Park ist natürlich schön angelegt, ne? Oh, hier kann man die mal sehen. Das sind die alten Könige. So, der Besuch und auch die Busfahrt hier übers Gelände ist kostenfrei. Und das ist ein riesiger, riesiger Platz oder Park, was man auch immer nennen kann. Und das für nichts im Prinzip. Also keine Bahn bezahlt. So, so schaut es hier aus. Auf jeden Fall lohnend hier mal herzufahren. So, der nächste schöne Strand, Khao Takia. Den zeige ich euch jetzt natürlich auch noch mal, wie es hier ausschaut. So, auch sehr schön angelegt, weißer Strand hier. Schneeweißer Sand. Ja, das Wasser ist gerade weg. Normalerweise ist es also bis hier vorne ran. Aber gerade ist wieder Ebbe. Was es hier natürlich auch sehr viel gibt, sind eben die Affen. Die haben wir hier. Und da muss man natürlich aufpassen, dass die nicht einem was klauen. Oder ja, dich angreifen oder was auch immer. Ne? Die sind überall hier, die Jungs. Ja, ansonsten ist der Strand natürlich wirklich sehr, sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Der Sand ist auch hier, wie man sieht, ganz fein verfolgt hier. Ja, die kommen hinterher. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. Mal schauen. Keine Ahnung. Hauptsache, die bleiben friedlich. Ne? The monkeys is dangerous. Is dangerous the monkey? Go home. Go home, ja. Bite, the biting? Ja? The monkey biting? Hey, go home. Oh, ไปหากินมาแล้ว. ไป eat มาแล้ว. Aha, okay. Go home. Here, ah, they go home? Go home. Here, they live here. Ach, they live here. Ah, okay. Oh, oh, many monkeys here. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Okay, cup and cup. And the dog don't like the monkeys. The dog don't like them. Okay. The dog don't like. Also der Hund mag die Affen nicht. Und der passt auf, dass die hier nicht hier hochgehen zum Restaurant oder zu dem Tempel, der hier direkt am Strand ist. So, der hält Wache hier. Der Affe geht auch die Treppe hoch, verfolgt die Leute hier. Ja, das ist natürlich eine wunderschöne Aussicht hier aufs Meer. Also es gibt schon wirklich schöne Strände hier in Hua Hin. Das war's mit den Stränden hier, mit den Beaches. Und jetzt schauen wir uns natürlich auch noch mal die Restaurants an. So, das nennt sich jetzt hier der Blue Port Market.
Und hier gibt es natürlich auch allerlei Zeug. Ein Shopping Center hier, wo man alles Mögliche natürlich auch kaufen kann. Ne? Das ist übrigens auch gar nicht so weit weg von dem Market Village, von diesem Shopping Center. Also ist alles ziemlich nah beieinander hier. So, auch viele Restaurants hier drinne. Natürlich Restaurants. Oh, hier Wein, edelste Auslese. Und auch nicht so teuer hier. Gourmet Sandwich, doch für ein Sandwich teuer. 219 Baht für ein Sandwich ist schon teuer. Was haben wir hier? 320 Baht. Thunfisch. Ein kleines Glas Wein, 130 Baht. Okay. So, was haben wir hier? Australian Black Angus Steak Salat. 420 Baht. Oder Prawn Risoni Pasta. Aha. 320 Baht. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen gehoben, der Preis, würde ich sagen. Ich denke, die Portionen werden auch nicht wirklich groß sein hier, ne? Für den Salat. Ja. Aber ist aber auch schön übersichtlich gemacht. Ist nicht alles so gequetscht und gedrängt. Hier ist so ein kleiner Teich in der Mitte. Also die Übersicht ist schon etwas besser hier. Brillengeschäft. Ja. Mit Promotion. Buy one, get one free. Fängt bei 3.990 Baht an, eine Brille. Ja, okay, 4.000 Baht. Sind ungefähr 100 Euro. Auch ein sehr schön gemachtes Einkaufszentrum. Und vor allen Dingen hier in der Mitte mit viel Wasser. Also dieser, ja, wie nennt man das denn hier? Fluss im Gebäude geht einmal hier in der Mitte von dem Gebäude einmal komplett rum. Sehr schön gemacht. Also, was das Herz begehrt hier, auch in diesem Shopping Center. Und ja, relativ normale Preise. Ne? Wird gesagt, ist ja manche im Preis gesenkt, so wie das hier. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Aber es sieht gut aus, auf jeden Fall. So, natürlich sind die großen Ketten auch hier vertreten. Ne? Hier zum Beispiel Burger King oder da hinten KFC. Gibt es hier natürlich auch. Ne? Natürlich gibt es hier auch so ein, sage ich mal, Billigrestaurant, wo man da hinten an den Tresen geht und sich Essen bestellt. Liegt auch alles so zwischen 50 und 100 Baht. Hier wird allerdings mehr Wert so auf Ambiente gelegt. Also hier in dem Einkaufszentrum gibt es sehr, sehr viel Wasser. Und ja, grüne Pflanzen auch viel, viel mehr. Ne? In den anderen, in dem Village Market, sieht das ein bisschen anders aus, da gibt es sowas nicht. Also habe ich zumindest nicht gesehen. Aber auch hier wie in den meisten Großstädten um 17 Uhr beginnt natürlich hier wirklich der Verkehr und die Straßen sind voll. Weitere Attraktion ist die Hin Lek Phai hier in Hua Hin. Das ist so ein Viewpoint, der ein bisschen höher gelegen ist auf einen von den kleineren Bergen hier rund um Chiang Mai. Da gehen wir jetzt hin, das zeige ich euch auch nochmal. Und auch hier also alles voller Affen, sehr viele Affen hier. So, von diesem Viewpoint aus kann man hier ganz Hua Hin sehen. Hier ganz im Hintergrund, da ist dann Cha Am, das geht fließend über in Hua Hin. Und hier kann man mal die ganze Pracht von Hua Hin sehen. Ich schwenke jetzt hier einmal rum. Auf diese Seite hier. So, das ist Hua Hin. Ist wirklich schön, also es sieht wirklich gut aus. Also wie gesagt, dieser Viewpoint hier, der ist auch frei zugänglich, kostenfrei. Und man hat eine wunderbare Aussicht über die ganze Stadt mit dem Meer im Hintergrund. Oder hier auch die Berge. Also Hua Hin hat auch ein paar Berge, kann man hier sehen, ganz deutlich. Dass man hier auch, wer jetzt auf Berge steht, natürlich sind die nicht so groß, aber man kann durchaus schon mal drauf gehen oder Wanderungen machen. Ne? Ja, auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht von hier oben auf Hua Hin. Ist auch gar nicht mal so klein die Stadt. Ich glaube 70.000 Einwohner hat die Stadt generell. So, hier, das hier ist der Bahnhof mit den drei roten Dächern hier unten. Hua Hin Bahnhof. Dann geht es hier weiter. Und da ist dann ja, das Ende. Ja, sehr schön aus hier.
Kosten sind keine vorhanden. Man kann hier einfach herfahren. Der Besuch von diesem Viewpoint ist kostenfrei. So, das Thema Essen machen wir heute. Und zwar sind wir jetzt im Bahnkumpor. Das ist so ja, ein riesiger Foodmarket hier. Und hier sind wir jetzt gerade beim Essen. Das wollte ich euch mal eben zeigen. Gutes Essen für günstige Preise. So, dieses Sparrow zum Beispiel, 210 Baht mit Salat. Wer möchte, Pommes dazu sind ungefähr 45 Baht. Oder auch so ein gegrillter Fisch hier, der in so eine ja, Schale kommt, wo noch Feuer drin ist, damit er nicht kalt wird. War bei 220 Baht, das ist auch absolut okay. Und dieser Food Court hier in Hua Hin sieht so aus. Also hier gibt es sämtliches an Essen. Hier gibt es ausländisches Essen, hier gibt es Thai-Food, was das Herz begehrt und nicht wirklich teuer. Hä? Ja, das Fazit für mich von Hua Hin ist, ja, es gibt viele interessante Sachen hier in Hua Hin, die man machen kann, auch freizeitmäßig, auch gerade was jetzt Wassersport zum Beispiel betrifft. Das ist ja auch eine ziemlich wichtige Sache hier, weil hier eben das Meer in der Nähe ist. Hua Hin bietet aber auch dagegen noch einiges mehr, also nicht nur das Wasser oder das Meer jetzt, sondern hat eben auch ein paar ja, kleinere Berge ringsrum um Hua Hin herum, wo man natürlich auch verschiedene Aktivitäten machen kann eben. Und ja, da kann man eben auch wandern gehen oder sich diese Höhle anschauen hier. Oder auch mal irgendwelche Tempel, die ein bisschen höher gelegen sind. Also an Aktivitäten scheitert es hier definitiv nicht. Da gibt es eben eine ganze Menge hier. Hua Hin ist auch nicht wirklich so groß. Es ist zwar schon eine anständige Stadt, aber ist jetzt nicht wirklich riesig. Mir gefällt hier, dass alles relativ nah beieinander ist. Also man muss jetzt nicht 10, 12 Kilometer fahren, um in irgendein Shoppingcenter zu kommen. Das ist also alles relativ nah beieinander. Wenn man jetzt was einkaufen will in der Stadt, dann gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, die auch alle relativ nah beieinander sind, sodass es da eben auch keine Probleme gibt. Von den Preisen her muss man sagen, es ist relativ günstig. Man kann vielerorts relativ günstig essen gehen oder eben auch verschiedene andere Sachen machen, gar keine Frage. Aber es unterscheidet sich da nicht so wirklich großartig jetzt von ja, anderen Städten. Also wie zum Beispiel Chiang Mai, wo wir ja auch eine längere Zeit eben gelebt haben. Und also die Preise da sind eigentlich ja, ähnlich, würde ich sagen. Allerdings, was mir hier aufgefallen ist, ist natürlich, Tourismus wird hier natürlich wesentlich größer geschrieben als jetzt zum Beispiel in anderen Städten oder Provinzen, abgesehen vielleicht von Bangkok. Aber was hier mir hier eben aufgefallen ist, ist, dass hier wirklich sehr viel, ja, so überhöhte Preise für Touristen verlangt werden. Das fängt natürlich auf dem Nachtmarkt an, aber solche Märkte sind ja meistens sowieso etwas teurer. Aber hier ist mir wirklich aufgefallen, dass hier wirklich teilweise extrem hohe Preise aufgerufen werden, was ich jetzt so in Chiang Mai zum Beispiel nicht festgestellt habe. Auch was jetzt das Mieten hier von ja, Fahrzeugen zum Beispiel betrifft, da gibt es halt eine relativ große Spanne. Da werden auch relativ oft Touristenpreise aufgerufen, muss ich sagen. Also man muss auch wirklich definitiv viel vergleichen hier, um das eben zu umgehen und nicht gleich bei dem erstbesten mieten. Unterkünfte, muss ich sagen, gibt es auch relativ viele. Es gibt kleinere und größere Hotels. Das billigste Hotel, was ich eben hier gefunden habe, war das Oyo Hotel mit 399 Baht pro Tag als Übernachtungskosten. Und 399 Baht sind ungefähr 10 Euro. Das ist absolut okay. Aber natürlich nach oben hin natürlich auch keine Grenze gesetzt. Es gibt hier auch natürlich auch das Intercontinental Hotel oder auch das Hilton. Da sind natürlich die Preise wesentlich anders. Auf der anderen Seite für Langzeiturlauber oder auch eben ja, Leute, die hier ausgewandert sind, für Rentner, was jetzt das berühmte Forbes Magazin eben gesagt hat, da sind die Mietpreise eigentlich relativ okay.
für so ein kleines Kondominium, also für so ein kleines Apartment hier in so einem großen Gebäude, in so einem, Hochhaus kann man sagen. Da beginnen so die kleinsten Kondominiums, also Apartments, so mit 7000 Baht im Monat. Das ist schon absolut okay. Das sind so umgerechnet 250 Euro. Die haben meistens so eine kleine Küche dabei. Entweder ein oder zwei Räume, wo das Schlafzimmer noch getrennt ist, oder es ist alles in einem Raum. Und für 7000 Baht pro Monat kann man da wirklich nichts sagen. Das ist absolut okay, direkt hier am Meer zumindest auch. Ne? Ja, des Weiteren kommt noch dazu, Hua Hin hat sehr viele Ausländer aus sämtlichen anderen Ländern Europas oder vielleicht auch Amerika ist natürlich auch noch dabei, sodass man hier natürlich auch vielleicht zu seinen Landsleuten schneller Kontakt bekommt, als wenn man jetzt wirklich sehr weit weg wohnt auf dem Dorf oder sowas, wo es eben nur thailändische Leute gibt. Wer da Wert drauf legt, dass er hier auch Landsleute trifft, da ist die Chance hier in Hua Hin natürlich wirklich groß. Also mein Fazit, Hua Hin kann man auf jeden Fall gut wohnen, gut leben. Die Preise sind absolut in Ordnung und der Ort ist sehr überschaubar. Auch was jetzt das Einkaufen betrifft, habe ich ja eben schon mal gesagt. Also absolut okay. Also Hua Hin wäre auch für mich jetzt eine Stadt, wo ich eigentlich auch gut leben könnte. Und was, wenn ich jetzt nochmal umziehen müsste irgendwo hin oder mich hier für den Süden Thailands entscheiden würde, würde ich mich auch für Hua Hin entscheiden. Also absolut okay, hat den Test bestanden. So, wir kommen auch schon zum Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ein Abo und ein Like dalassen. Und natürlich auch den einen oder anderen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.